Wir erreichen erneut einen neuen Modus, die Partnerparty. Ein Spielmodus, der an das Gameplay von Mario Party Star Rush erinnern soll. Selber gespielt haben wir es aber noch nicht, deswegen wird es ein Blind-Erlebnis sein. Mal gucken, ob es einigermaßen mit den anderen beiden Modi mithalten kann. Es ist auf jeden Fall der drittgrößte Spielmodus hier. Leider gibt es keine neuen Maps. Wir spielen nochmal die vier bekannten, aber eben unter anderen Regeln. Und die Maps sind ein bisschen umgebaut, damit es zu dem neuen Gameplay passt. Doppeltes Vergnügen beim Wettkampf in Zweierteams bei der Partnerparty. Viel Spaß! Wir beginnen wieder mit den Domino-Ruinen. Eine Schatzsuche gibt's hier. Yay. Besprecht, wie ihr die Wumms aus dem Weg räumt, bevor ihr loslegt. Hier in der Partnerparty. Eine Mario Party für zwei Teams. Die Summe der Würfe beider Partner zählt für beide. Man kann sich frei bewegen. Oh, frei bewegen. Jesus, danke. Das ist nicht selbstverständlich bei ND-Cube, das muss man auch sagen. Stimmt. Freiheit ist nicht so. Aber jetzt müssen wir uns drüber streiten, wer mit dem Goomba zusammenkommt. Na, natürlich du. Ich nehme Mario. Ist doch klar, Yoshi und Mario, best Team. Ja, Mario natürlich Yoshi und steht Mario. Viel mehr auf Rosalina als auf Yoshi. Oh, hallo. Yoshi war immer, für ihn. Immer der Gefährte. Hallo. Ich will doch kein Goomba im Team. Rosalina ist die, die Dinge tut. Ach ja, was für Dinge. Deswegen. Hallo, du kannst es nicht einfach frei entscheiden. Ja doch, ihr seid. Nein. Außerdem seid ihr zwei Kreaturen und hey, wir du sind bist zwei auch Menschen. Eine Kreatur. Du bist auch eine Kreatur. Außerdem war Goomba auch voll der heftige Boy. Wir müssen jetzt starten. Voll der heftige Boy. Ja. In der ersten Party hat er fast gewonnen. Ja, durch nichts tun. Ja, egal. Sein Plan ging fast auf. Vielleicht werdet ihr noch Best Friends. Oh, ein Schlüssel. Heißt das, man muss erst den Schlüssel holen und dann kann man die Truhe öffnen? Das gefällt mir, das System. Willkommen bei Domino Ruine Schatzsuche, dem ultimativen Test guter Zusammenarbeit. Mit einem CPU. Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Man kann es natürlich auch mit vier menschlichen Spielern spielen, aber wir haben keine Freunde. Ja, wir sind zuerst hier, als allererstes. Dank der Forschungsarbeit in dieser uralten Ruine wissen wir jetzt, dass Teams hier ganz neue Herausforderungen erwarten. Wer den passenden Schlüssel hat, der kann die Truhe öffnen. Blöd ist nur, dass Wumms euren Weg blockieren. An mir kommt niemand vorbei, absolut gar niemand, okay? Egal ob Teams oder Einzelspieler. Hier geht's nicht weiter, außer ich werde bestochen. Noch was, ich spreche mit niemandem, der hinter mir steht. Ganz einfach, weil ich denjenigen gar nicht hören kann. Du hast nicht mal Ohren, wie hörst du überhaupt etwas? Eben. Tja, hier wird eure Zusammenarbeit ständig auf die Probe gestellt. Gut, dass wir nicht zusammen sind. Beim Spiel im Team ist einiges anders als für Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Ehrlich gesagt, nein, wir sollten es einmal kurz durchgehen. Uiuiui. Beide Spieler eines Teams würfeln gleichzeitig. Ihr könnt euch in eine beliebige Richtung bewegen, so wie in dem wunderbaren Spiel Mario Party Star Rush. Höchste Priorität muss es natürlich sein, an möglichst viele Münzen zu kommen, wie im realen Leben. Dabei kann man sich die Arbeit prima teilen. Ein Teammitglied sammelt Geld. Und das andere nimmt derweil schon Kurs auf den Stern. Okay, Mario, du weißt Bescheid. Du holst das Geld, du bist eh besser darin und ich hole die Sterne. Scheiß auf. Um zu gewinnen, müsst ihr euch gut miteinander absprechen. Mit einem Goomba. Und immer dran denken, indem man auf einen Gegner stampft, kann man ihm Münzen klauen. Toll, das bietet mir ja die beste Vorlage. Vor allem Goomba, der wird doch eigentlich immer zerstampft. Jetzt kann er sich aber einmal rächen und so, sogar an Mario. Ja, das hoffe ich mal. Und ich mich an dich. Stimmt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Irgendwann kommt der Moment, an dem ihr genügend Münzen beisammen habt.
Dann gilt es, auf diesem Feld zu landen, um einen Stern für billige 10 Münzen zu ergattern. Ja, ist echt so. Als ob das so anstrengend ist, diese 10 Münzen zu sammeln. Ja, erst recht, weil die ja jetzt auch auf der Map rumliegen. Ja, und man alles doppelt hat. Also ja. Man bekommt in einer Runde dann 6 Münzen dann. Ja, oder noch mehr. Wir werden es gleich sehen. Also, was ist eure Strategie? Auf Jagd nach Sternen gehen oder lieber auf Gegner stampfen? Beides. Bleibt ihr zusammen oder geht ihr getrennte Wege? Wir gehen getrennte Wege. Wir zwei schon, ja. Am besten besprecht ihr euch, bevor ihr loslauft. Dann lasst uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. Los! Oh, ich habe schon mal eine 6, oh, Mario 6, eine 4. 6. Wir haben zweimal die 6, ja. Ihr cheatet ja schon von Anfang an. Also. Wir haben eine 6 und eine 4, was mega gut ist. Tja. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr zweimal eine 6 würfelt. Ja, selbst mit einer 6 und einer 5. Hätte es nicht gereicht. Schon Betrug vor der ersten Runde, so mag ich das. Hallo, was heißt Betrug? Alles fair. Sehen wir mal, wo der erste Stern platziert ist, den zu erreichen gilt. Voll weit weg. Hier, wer hier landet, kann sich einen Stern schnappen. Wenn beide Teammitglieder hier landen, könnt ihr 2 Sterne auf einmal erhalten. Das hat schon das letzte Mal nicht gut funktioniert. Ja. Bei der Party auf dem 4. Brett. Bevor ihr loslegt, zeigt mir, dass ihr ein wahres Team seid. Oh nein. Abklatschen. Fertig. Mit was klatscht man eigentlich bei Goomba ab? Mit seinen süßen Äuglein. Prima, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Beide Teammitglieder teilen ihre Münzen und ihre Items. Auch die Unterhosen. Deshalb ist gutes Teamwork äußerst wichtig. So, jetzt ist aber endlich das startende Team am Zug. Also wir. Ja, aber er ist jetzt gar nicht auf den Schlüssel eingegangen. Dennoch, ja, ich denke, der ist für die Schatztruhe. Frage ist nur, lohnt sich der Aufwand? Am Ende ist da nur ein Pilz drin oder so. Ne? Das ist jetzt die Frage, ob man das riskieren will. Okay, ihr kommt insgesamt auf eine 6. Und jetzt könnt ihr beide 6 Felder laufen, oder was? Tatsächlich. Hä? Ja, du bist der Grüne. Ja, warum komme ich nicht mehr weiter? So. Wegen dem Wumm vielleicht? Ja doch, kommst du schon. Kriegst es nur nicht hin. Hey, was mit Goomba? Achso, der zieht als zweites. Okay. Alright, dann machen wir es ihnen gleich. Ich mit dem normalen Würfel. Ich habe auch mit dem normalen gemacht. Oh, eine 5 ist schon mal sehr eine 5 gut. Raus und ich auch. Ach, es gibt einen Patch-Bonus. 5 Coins, oh yeah. So, und jetzt mal sehen. Ja, toll, ihr kommt ja sofort zum Stern. Ja, stimmt, Stern. Wir kommen ja sogar schon zum Stern. Aber ihr habt nicht genug Geld. Nee, ich nicht. Ich nicht, weil ich ein Feld weniger zu laufen habe. Ah, man kann auch da landen, wo man unbedingt hin möchte. Ja, soll ich mich da nicht zum Schlüssel aufmachen? Ja, musst du. Ja, ich gehe auf das Ereignisfeld hier. Ja. Vielleicht kann ich ja dich damit irgendwie ärgern. Hä, ja, oder habe ich was falsch gemacht? Weil ich habe gerade so einen komischen Bogen gemacht. Oh nein. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich doch zum Stern kommen können, nur ich war wieder zu doof. Außerdem habe ich Mario jetzt. Ja, schön. Und er zahlt es auch noch. Er ist nein! Okay, es reicht aber trotzdem. Das ist unfassbar. Aber ich habe mega Scheiße gebaut gerade. Ja, okay, allerdings. Aber hey, es ist die allererste Runde. Ich muss halt auch noch lernen. Boah, aber ich habe uns fast den Stern vereitelt. Wir hätten sowieso nicht 2 kaufen können, glaube ich, oder? Das sowieso nicht. Eben, deswegen war es egal, ob ich da drauf lande oder nicht. Boah, was habe ich getan? Also das muss ich mir echt merken, dass ich als erstes gehe und dann immer erst Mario. Gut, dann ist es Zeit, den Stern woanders zu platzieren. Gibt sogar rote Münzen. Ja. Hier ist sie. Nun befinde ich mich hier. Und Minispiele sind auch mit von der Partie. Keine Selbstverständlichkeit bei Schlaus. Was? Schlaus schütteln.
neues Game. Gut gefüllte Kisten ergattern. Je stärker die Vibration, desto mehr Eicheln befinden sich in der Kiste. Achso. Okay. Ah, okay. Das ist ein cooles Spiel. Verstehe. Du verstehst es oder verstehst du es ja, nicht? Ja, ich verstehe es. Ich habe nur im ersten Moment nicht geblickt, dass es ein 2 gegen 2 Minispiel ist. Oh, süß. Passt ja jetzt zum Herbst. Ich glaube sogar, hier kommen nur 2 gegen 2 Minigames dran. Ja, doch, das ist ganz cool. Hey. Man muss halt wirklich schauen, dass man die stärksten Vibrationen spürt. Allzu krasse Kisten waren jetzt nicht mehr verfügbar. Bin ich mal gespannt. Ja. Die ersten, die ich genommen habe, waren die krassesten. Ja, hallo. Ah, sicher, Alter. Abgezockt, würde ich mal sagen. Wie habt ihr das denn gemacht? Sie haben mehr Feingefühl. Vor allem Gumba, wie will er eine Kiste nehmen, ey? Da haben sich ja schon 2 gefunden. Und du wolltest erst gar nicht. Vielleicht sollte ich das dem Gumba sagen. Dass du gar nicht mit ihm spielen wolltest. Hallo, du hast einen Stern. Wie er dann wohl reagiert. Was wird das denn jetzt? Ach nee, jetzt spawnen wie bei Star Rush einfach ja. So Partner. Und das Schöne ist, dass ihr sie einfach vor uns bekommen ja. Könnt. Ja, wow, das ist ja sehr fair. In Star Wars war es wenigstens so, dass alle gleichzeitig gezogen sind. Gumba ist wenigstens schlau und nimmt den normalen Würfel. Aber wir haben jetzt gar keine Chance, die zu bekommen. Haschbonus. Sehr schön. Oh Mann, ey. Hä, aber Gumba geht ja schon so, ne? Dann gehe ich dann wenigstens auf ein Item. Ja, das war gut. Die Partner kann man genau wie im normalen Party-Modus nicht abnehmen, oder was? Nee, ich glaube nicht. Star Rush war es möglich. Schauen wir mal. Okay, ich darf mich nicht bewegen. Oder ja doch, an sich schon. Dank Marius 3. Okay, der will da oben lang gehen. Dann werde ich uns ein Item beschaffen und auf dich springen. Gibt's mehr Coins, wenn man da stehen bleibt? Oh, tatsächlich! Echt? Okay, wenn man auf demselben Feld steht wie der Gegner, dann gibt's sogar noch mehr Money. Hier sind neue Items am Start. Ja, irgendwie schon. Mach. Und ich krieg sogar ein neues Item, eine Warpbox. Warpbox. Ey, cool. Weil schon im Party-Modus fand ich die Items ein bisschen zu limitiert. Es gab zwar bei den Itemfeldern manchmal noch Exklusive, wie dieses Handy beispielsweise. Oder diesen Tornado. Ja gut, den Tornado konnte man dann auf dem letzten Brett kaufen. Aber es könnte trotzdem mehr Vielfalt geben. So, was jetzt? Munitionsmatte. Ja. Mit hohen Zahlen an mehr Munition kommen. Das Zahlenrad hat in Ziffern 1 bis 6. Versuche die 6 zu erwischen. Ja, das ist einfach nur ein Würfelspiel. Timing. Ja. Ich möchte es trotzdem nochmal kurz probieren. Ja, gut, da kannst du ja, das ist. Da kannst du nicht so gut timen. Aber ich werde mir Mühe geben. Ha, vergiss es. 5 Runden? OMG. Immerhin. Oh nein. Naja, wir haben ja mehrere Runden. Hey, warte, wieso habt ihr jetzt nur 2? Ich dachte, du hast 2 gewürfelt und Gumba 1. Nein. Ach so, das wird mal genommen. Oh, ja, ja, oh mein Gott, Mathe-Genie, Mathe-Genie. Ich hab's nicht gesehen. Ne, jetzt hast du es eh verkackt mit einer. Nein, 1. Mario, du Lappen. Och, Gumba, aber trotzdem gewonnen. Die Was Runde. Heißt sie gewonnen? Ach so, das geht ja. Oh, 5 Runden, ne? Ach, Gumba! Keine 1 mehr, bitte! 4... Super. Oha! 24! Oh Mann, Gumba ist so ein Vollidiot!
Da sind hübsche Schmetterlinge im Background. Wow, toll. Komm, jetzt können wir gar nicht mehr verlieren. Unfassbar, wie dumm er sich anstellt. Ja, schau mal, der Mario macht wenigstens guten Stuff. Ja, jetzt hab's ich verkackt, aber ist mir wurscht. Ich auch. Was ist eigentlich, wenn man es in der letzten Runde nicht schafft? Gewinnt dann derjenige, der sein Haus eher eingerissen hat, oder ist es dann Draw? Eins. Ihr seid schon furchtbar gewesen. Bei uns waren wenigstens zwei Runden gut. Fertig? Das war aber eigentlich auch ganz unterhaltsam. Jetzt sieht man wenigstens mal mehr 2 gegen 2 Minigames. Die kamen im Party-Mode kaum dran. Schauen ein bisschen verbittert. Eine sehr gute Sache. Was? Jetzt kommt schon Karl? Ich bringe mal ein bisschen zusätzlichen Betrug hier rein. Hey, da sind ja noch mehr Partner jetzt auf der Map. Ja. Darüber wurden wir gar nicht informiert. Ich habe mal ein paar Pechfelder hinzugefügt. Was genau da passiert, erfahr's doch. Aber er sagte, er hat sie versteckt, das heißt, man sieht sie nicht. Ja. Oh shit. Versuchst also auf Krampf Mario einzuholen. Komm, Peach. Das ist so OP. Wir brauchen ganz schnell Partner, sonst haben wir total verkackt. Herrn, was ist jetzt mit deinem Goldpilz? Der hat sich doch jetzt gar nicht gezeigt, oder? Ach so, doch. Ja? Ja, hat er sich. Okay. Was passiert mit der Schatztruhe? Weiß ich doch nicht. Jetzt muss ich das richtig timen. Ja, wie in Star Rush. Ich mach. Geht nicht. Das geht nicht, egal wie ich das drehe, ne? Ja. Dann. Was machst du da? Nein, ich will da raus. Du kannst auch mit dem Drücken auf den untersten Knopf es nochmal resetten. Fünf Münzen bringt so eine rote. Krass. Es bereitet mich, mir ein bisschen Unfug zu treiben. Zwei Partner habt ihr jetzt schon. Und bam! Und du hast doch noch einen versteckten Block. Nein, aber kein Stern! Oder was ist das? Oder war das ein Pechfeld? Ich weiß es nicht. Ach nee, ich glaube, das ist dieses Event, was da passieren kann. Mit dem Felsen. Okay, ach so, ja. Stimmt, das kann sein. Komm schon. Eine 8. 8. Und eine 3. Ergibt 11. So, kann ich zu der Kiste? Auch nicht, ne? Nee, selbes Problem. Schade. Aber ich würde sagen, dann gehen wir doch mal hier lang. Oh, da ist Donkey Kong. Yep. Wir brauchen dringend Partner, deswegen werde ich das jetzt mal übernehmen. Außerdem, wenn da oben jetzt die Kugel kommt, dann kann uns das egal sein, weil mir hier hinten nichts passieren kann. Jo, Mario, not bad. Oh, Glück. Fast ausgelöst. Wär's sogar fast lieber gewesen. Ja, natürlich wär's dir lieber gewesen. Dann kann ich da hinten ganz alleine rumwurschteln. Wenn du einmal eine falsche Zutat erwischt. Zutaten aber zackig. Wenn du einmal eine falsche Zutat erwischt, kannst du sie einfach wieder zurücklegen. So, man kann immer nur eine. Wir müssen einen Burger zubereiten. Sehr cool.
Was ist denn das andere bitte? Ach, der Bacon ist da ganz woanders. Aber der braucht, er braucht zwei Tomaten und einen Salat. Okay. Halt immer das bringen, was er verlangt. Ja, Kumba. Lecker. Start! Ich habe schon wieder das Spiel vergessen, das an dieses Gameplay angelehnt ist. Vom Namen her. Mir fällt immer nur Cooking Mama ein, aber das ist Quatsch. Wie heißt denn das andere? Schon in meiner Live-Reaction habe ich danach gefragt und es wurde mir in die Kommentare gepostet. Aber ich Idiot habe es natürlich schon wieder vergessen. Bacon, ganz wichtig auf Burger. Ja. Oh ja, doppelt Bacon. Toad. Wir verstehen uns. Sehr lecker. Das ist halt schneller. Ah, noch mehr Bacon. Bacon! Nee, Mario, nicht so viel Bacon. Also grundsätzlich gibt es nicht so viel Bacon, aber komm, was machst du denn da? Lecker, lecker. Und mach hinne. Komm, Goomba! Schneller! Yes! Noch 6! Betrug! Was? Er hat gesagt Ende und dann habt ihr noch einen Punkt bekommen! Unentschieden! Lächerlich! So schnell konnte er das gar nicht in die Küche bringen. Ja, ja. Und trotzdem bekommt ihr da 5 Münzen. Ich kenne jetzt auch einen anderen Würfel. Ja, sicher. Mit Würfel. Zwei Partnern. Wo ist denn der Peach-Würfel? Warum kann ich nicht den Peach-Würfel machen? Ach so, weil der Goomba ihn geholt hat. Genau. Ja, aber wir müssen du kannst ja nur Boohoo nehmen, weil du Boohoo rekrutiert hast. Ja, okay. Und Goomba kann Peach benutzen. Ach, nimm den normalen. Das klingt sehr falsch. Ja, aber trotzdem eine 7, das war sehr gut. Kann den gut, Würfel ey. Benutzen, sagen wir mal so. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich dachte auch, dass ihr Zugriff auf alle Würfel habt. Habt ihr aber nicht. Und anscheinend reichen euch die Partner noch nicht. Aber wer war da jetzt eigentlich so doof und ist zu Waluigi gegangen? Goomba, weil der hätte eigentlich auch den Stern holen können. Das könnte sich noch rächen. Unfassbar. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Aber es sah für mich schon so aus, als hätte er eigentlich den Stern holen können. Ja, ich denke, ich werde den normalen Würfel nehmen. Ja, du hoffst auf jeden Fall. Er nimmt den Mario-Würfel. Ja, wir dürfen halt jetzt auch nicht zu viel würfeln, ne? Wir müssen schon auf dem Stern landen. Oh, das landen. Reicht fünf nicht. Könnte. Nein, das reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, nein. Oh, nein. Yes, Mann. Aber Donkey Kong haben wir. Und ich bin in der Nähe des Schlüssels. Und was ist in der Truhe drin? Das weiß keiner, oder? Nee, weiß ich auch nicht. Vielleicht 3 Sterne. Oder eine Röhre. Genau, schön zerstampfen. Als ob. Ich würde so lachen, wenn es 3 Sterne sind. Ein neues Game! Ja, Griff nach den Sternen. Aber hey, ihr mit euren 25 Partnern seid doch mehr als OP dabei. Jedes Mitglied deiner Gruppe kann einen sternförmigen. Ja, und was muss man mit denen machen? Zusammenfügen. Ach so. Ah, okay. Wo da jetzt die Schwierigkeit ist, verstehe ich auch nicht. Hä? Keine Ahnung, geht wohl nur um Schnelligkeit. Das geht anscheinend echt nur um Schnelligkeit. Damit ja, komm, mach. Dann ist das Spiel aber mega kacke, weil dann hat ja automatisch der gewonnen, der mehr Partner hat. Dann tja, wir haben mal gut vorgesorgt. Dann braucht man das Minispiel doch gar nicht machen. Start! Hä, was soll das? Muss ich das verstehen? Und dann ist Mario auch noch so doof und gut. Kommt, Leute. Wenn es wenigstens mehr Sparkies wären.
Ist ja aber trotzdem gut. Ja, wir halten einigermaßen mit. Ich versuche auch möglichst taktisch vorzugehen. Hallo, Leute. Die stellen sich so dumm an. Das stimmt. Hallo, Goomba! Langsam bekommt ihr tatsächlich ein Platzproblem, weil ihr so viele seid. Vielleicht ist es doch ein Vorteil, weniger zu sein. Ach, unfassbar. Das haben wir verloren, ey. Wie konntet ihr verlieren, bitte? Ja, weil Goomba keine Ahnung was, worum getrödelt hat. Vielleicht war es auch wirklich das Platzproblem. Keine Ahnung. Ja, also zumindest gab es bei euch einige Stromschläge. Echt? Klar, hast du nicht gesehen? Und dafür hat man den Stern verloren, oder wie? Nee, ich glaube nur Zeit verloren. Echt? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe keinen einzigen Stromschlag kassiert. Was sind denn das für Vollpfosten? Unfassbar.